Was geht ab, meine Freunde? Zu einer weiteren Folge Legends, diesmal mit dem Patrick, Kevin und Ralf. Hallo. Hallo. Ja, wir haben gedacht, wir lachen. Hallo. Alle mal lachen, hallo. Voll gut. Ich habe eine Eisenspitzhacke und ein Eisenschwert und nochmal 15 Eisen. Rich Nigga hier am Start, muss man sagen. Und mir fällt auf, ich brauche Lianen. Ich hätte mir aus der Farmweltwäsche mitnehmen sollen, weil da waren gerade... ist das deine erste Folge oder dritte oder sechste, glaube ich. Was? Ne, fünfte, was lüge ich. Kunga gibt richtig Gas, ne? Der ist richtig am Suchten. Ja, ich bin am Vorproduzieren wegen Karnevalerei und so. Oh. Ah, ja, auf jeden Fall, meine Zuschauer. Der Kevin kommt gleich zu Besuch. Und ich möchte euch gerne zeigen, was ich gemacht habe. Also hier Treppe, da ein bisschen Fackeln, dies, das. Das Farmfeld hier weggemacht, fürs Erste. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir, Kunga. Korrekt. Und ich habe hier so ein bisschen Weizen gemacht, hier so an den Seiten. Hier. Oh. Denn das ist so geblieben, wie es war. Ich weiß nicht, ob ich die Truhe in der letzten Folge gemacht habe. Hier geht es einen Weg nach links in den Wald. Da kann man dann nämlich Glühwürmchen fangen und essen, wenn man Hunger hat. Und hier ist noch so ein kleiner Raum. Ich habe überlegt, das so zum Lagerraum zu machen oder ähnliches. Mal schauen. Ah, da ist Kevin. Was ein Lagerraum braucht. Wie geht's? Warum war es gerade so still? Ja, weil Kevin und ich uns angeguckt haben und dann gelebt haben. Wir haben uns begrüßt. Ja, achso. Weil wir haben, das konntet ihr nicht gehört haben, wir haben aber über die Natur kommuniziert. Ja. Wenn ihr mal genau drauf hinhört, dann habt ihr so ein Windrascheln in den Blättern gehört. Das hat, ich kann das für euch übersetzen. Dieses Windrascheln war so... Und das bedeutet, ja. Hier geht's bei dir. Hat das so gemacht, weißt du? Und das könnt ihr dann übersetzen. Und dann habe ich gefragt, Kevin, wie geht's? Und Kevin hat gesagt, gut. Ja, danke bei dir. Ja, so war das dann. €3 donated. Oh, ah, korrekt. Ja, und Kevin hat schon ein bisschen hier umgeschaut und so. Wie findest du eigentlich mein Haus? Cool, danke, ich auch. Ich find's richtig cool. So, ich lese mal ganz kurz so Träume hier vor. Ich schreibe weiter so, bin leider ab morgen für 5 Wochen in der Reha und kann nicht mehr so oft gucken. Dein Liederwunsch mache ich dir nachher an, ja? Und ja, danke schön. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, Reha heißt ja irgendwie... Rehabilitation muss, ne? Oder so heißt das. Ja, da wünsche ich dir eine gute Besserung. Auch. Und ich hoffe, dass du im Einklang mit der Natur bist. Immer, darfst du nie vergessen. Ja, dann genießt du schnell. Und für meine Zuschauer, Kevin streamt weiter nebenbei. Und ich habe eben von einem Skelett diese Eisenschuhe gedroppt mit Feather Falling 3. Was? Ja. Ja, von einem Skelett, random. Guck hier. Krass. Einfach so random gedroppt. Boah, hast du richtig, richtig Glück gehabt, dass die gedroppt sind. Vor allem auch mit Feather Falling. Weißt du, was mein Volk braucht? Ja, hast du aber das nicht schon dauerhaft als Buff? Ich hab Jump Boost als Buff. Feather Falling 3 nicht. Da gibt's ja keinen Buff für. Das ist ja nur Rüstung. Das muss man, aber bestimmt kriegt man das mit Plugins hin. Ja, das kommt mit Plugins, genau. Die hatten ja gesagt, dass man stirbt, wenn die das jetzt geben im Moment. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal hier. Meine Zuschauer haben auch noch, glaube ich, gar nicht so den Rest. Ach, boah, tschüss, hast du gesehen? Hast du es gesehen? Junge, der hat die ganzen Hühner weggesprengt. Wow. Auf Spinne! So, Spinne tot. So, ich denke mal, wir können mal ein bisschen hier rumwandern, was hier so abgeht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in eine Folge gemacht habe, aber hier gibt es einiges. Zum Beispiel einmal diesen... Ah, wir haben Zuckerrohr hier, cool. Hier ganz viel Karotten, Kartoffeln, boah, cool, da muss man auf jeden Fall mal vorbei. Karotten, Kartoffel, Weizen. Das gehört ja der Wintermond oder Dekobaum? Ja, hier wohnt Wintermond. Ja, Dekobaum 2.0. Der ist auf jeden Fall auch ganz schön. Am Baum wird nichts verändert. Okay. Au. Mach ich schon nicht. Schöner Ausblick auf die Natur. Und die Sonne geht gerade auf am Horizont. Kevin. Hinter den Wäldern. Kevin. Der Natur. Ja, bitte? Ich liebe dich. Ja, okay. Auch. Lass uns oben. Das ist so Warum behindert. Ist hier ein Leiter? Naja. Boah, krass. Mann, schön hier oben, ne? Die Küper jetzt schaden. Die Baumkrone ist richtig krass gemacht. Ich will auch eine Krone. Guck mal, da ist ein Bett. Das sind zwei. Für uns beide. Ja. Du Perverslinge. So. Hier geht's wieder runter. Wie heißt der Baum nochmal? Keku? Deku. Ah, Deku, genau. Von, Deku das ist ja von Zelda, der, ne? Ja, genau, von hier, Ocarina genau. of Time. Genau. So.
N64, genau, beste Leben. Genau. Ich reite oft wegen 64. Zum Glück machen. Haha. Das Skelett. Glück machen, ich beschütze dich. Die werden auch in der Bauwelt nie was kaputt machen, die Creeper. Die werden nur in der Find Farmwelt werden, die explodieren. So. Finde ich echt gut. Und das ist mein. Das sieht man schon so. Man sieht das nicht direkt auf den ersten Blick. Aber dann sieht man. Das ist richtig getarnt. Richtig getarnt, ne? Das ist echt krass. Die Treppe ist noch ein bisschen auffällig, aber ich habe mir gedacht. Aber ich finde das geil, dass du das so gebaut hast, weil wir hatten erst geplant, so auf, dass die so auf Bäumen bauen. Das kommt so bei mir noch. Ich erweitere das mit Hängebrücken auf große Bäume. Also da habe ich schon Pläne, die ich wahrscheinlich eh nicht schaffe umzusetzen, weil ich voll der Noob bin. Aber ich träume immer so jede Nacht davon. Warum habe ich keine, keine Saplings mehr für weiße Bäume? Du hast sogar schon 4 Eisen. Ja, habe ich bekommen. Wow, hier ist ein Skelett und ich habe gerade Lags. Die alltäglichen Lags, die immer einmal in der Folge kommen müssen. Ich habe nämlich vor, die Treppe noch so ein bisschen zu tarnen. Deswegen brauche ich weiße Saplings. Aber ich habe irgendwie keine mehr. Rar halt, ne? Die Bäume decayen einfach nicht hier. Das macht mich ein bisschen traurig, deswegen weine ich manchmal. Aber ihr hört das nicht. Meinst du, der Ralf ist schon am Raffeln? Ja, ich glaube, der ist, der ist am Raffeln. Sonst hätte der jetzt was gesagt. Wie kann man mitmachen, fragt jemand. Können wir gerne nochmal erwähnen. Das wird verlost, wie jetzt zum Beispiel gerade beim Ralf wird ein Slot verlost. Hier werden heute aber auch nochmal welche verlost und ich denke mal, der Kunga wird bestimmt demnächst auch über YouTube welche bei sich verlosen. Ja, würde ich gerne machen auf jeden Fall. Bei ihm im Livestream, Patrick genauso. Wir müssen halt nur gucken, dass wir so ein bisschen organisiert machen, dass halt nicht zu viele Leute auf einmal kommen, damit wir so eine gewisse Übersicht noch behalten. Ja, du kannst mir ja sagen, also wenn ich verlosen kann. Ja klar, das ist kein Problem. Du kannst ja uns dann die Minecraft-Namen durchgeben und du kannst die IP kannst du ja den Leuten dann geben, die gewonnen haben. Können wir gerne mal jetzt in Skype die Tage abklären, das ist kein Problem. Und hier ist kein Raffle offen, das kommt jetzt noch gleich, Leute. Die flippen immer voll aus dem Chat. Ja, gleich ist hier. So, dann habe ich hier Dirt. Dann kommt hier ein Baum hin. Dirty Man. Und deinen Baum hin. Hast du Knochen, Kevin, vielleicht? Gerade im Inventar. Knochen? Nee, habe ich gerade keine, wenn ich ehrlich bin. Schade. Sonst hätte ich jetzt mit dir in Handel getrieben, wie eben. Ja, das war schon krass. Der Handel war echt krass. Ich glaube, der geht in die Geschichte ein. Ja, wir haben richtig krass gehandelt, Patrick. Ja. Ja, erklär mal den Handel. Wir haben unsere Ware auf den Boden gelegt und dann haben wir gedacht, also auf so einen Teppich habe ich ausgelegt. Der war aber transparent. Das ist so ein cooler Teppich. So ein Saladin-Teppich. Ja, ja, genau. Tschüss! Ich habe eine Witch getötet, habe einen Potion of Healing bekommen. Glowstone. Was? Ja, 4 Stück. Alter. Es tut mir leid, Reiter oder Wesen der Natur, aber ich werde euch gleich verlassen müssen, weil ich kann jetzt was richtig krasses bleiben. Das ist kein Problem. Ah, Obsidian kann man erst mit einer Diaspitzhacke abbauen, ne? Mein Freund. Ah, guck mal, der Baum ist schon gewachsen. Tschüss. Ist instant gewachsen. Das sind die Kräfte. Ich sag doch, das müsste man echt irgendwie machen, dass irgendwie Elfengebiet Bäume schneller wachsen oder so. Ist ja auch noch so eine Idee. Oder die Pflanzen generell. Okay, ob das geht? Bestimmt. Nichts ist unmöglich. Legend. Toyota. Patrick, bist du auch gerade auf dem Server? Toyota. Ja, bist du echt. Patrick spielt ja auch. Ja, ich hab's nur geguckt, ob du auch drauf bist. Dann komm mal zu uns, dann töte ich dich nämlich. Ich bin in der Farm, will 1000 Blöcke entfernt, oder ich bin ja am Farmen. Und warte, bis du zurückteleportiert wirst. Nein, ich gehe da zurück, ich hab die Koordinaten. Was könnte man eigentlich machen? So richtig krass immer heute in der Farmwelt bleiben. Und dann sobald die Zeit dann da ist, flüchten. Und einfach flüchten. Also wenn einfach immer weiter farmen und dann gehst du irgendwann offline, dann wird die Farmwelt resettet, dann wirst du ja eigentlich zum Spawn wieder geportet. Ich weiß gar nicht, ob das mal geportet wird. Doch, meinte Kevin. Ja, okay, dann einfach hier grammeln ein ganzes Leben. Kommst du so wieder, so hast voll das krasse Tagebuch geschrieben, so 1000 Diamanten und sowas. Alter, wie kann doch nicht sein, dass ich keinen einzigen Seed daraus bekommen habe? Was ist das für ein Leben? Dann lebt dein Leben, denn dein Leben ist ein. Hi, wie geht's? Das war mein neuer Soundtrack. Das sieht aber schon krass bei euch aus. Aber ich glaube, ich werde jetzt euch verlassen und werde mich erstmal auf den Weg machen. Verlasse uns. Die stinkigen Zwerge mir anzugucken, was bei denen so abgeht. Zwerge? Okay. Ja. Und danach komme ich zu den Zandaren. Das Beste kommt ja zum Schluss. Wir haben voll gar nicht, voll wenig gebaut irgendwie. Glaube ich. Ehrlich jetzt?
Ja, ja, ich gut, war ja gestern. Bei euch sind aber auch viele die YouTuber ja drin, die aufnehmen halt im Moment, ne? Deswegen geht ja, das ja bei euch nicht so schnell voran, sag ich mal, jetzt wie bei anderen. Ja, ja. So. Ah, kommt noch. Boah. Alter, die Ranken am Baum, Junge, das eskaliert hier total. Kommt noch, Kunga, unter Wasserturm. Was nochmal? Nix. So, bei mir wird gleich verlost, sobald der Ralf fertig ist. Ich bin aber sowas von fertig, Mann. Mit deinem Leben? So. Ja, dir, Jaco, warst bei mir in Twitch. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu zum Platz. Wie gesagt, Wintermond würde ich auf Twitch anschreiben und dann bitte deinen Minecraft-Account zurückschreiben und dann werden wir uns drum kümmern. So, zu den Zwergen. Wir werden uns jetzt mal hier live die Zwerge angucken, Leute. Wie es hier so aussieht. Und danach werde ich mich auf den Weg zu den Zandaren machen. Kommt zu. Seid willkommen. Ich werde ein Geschenk für euch vorbereiten. Ah, Kevin, du hast deine Heuballen bei mir vergessen. Ja, die habe ich dir geschenkt. Ah, korrekt, dankeschön. Das sind die Heuballen der Natur. Ja, die platziere ich dann mal unten oder hier hinten so. Weil hier hinten ist ja mein kleiner Wald, mein persönlicher. Die werden dich in Zeiten, wo es vonnöten ist, unterstützen, diese Heuballen. Ja, die Zeit kann sogar gleich schon einbrechen. So ein armer Bengel bin ich. Krass! Ey, also man muss sagen, ne, ihr habt echt krass gebaut schon bei den Zwergen. Ist zwar nicht ganz so krass wie jetzt Menschen, aber das ist schon in Ordnung. So, dann habe ich da so eine kleine Treppe. Mit Heuballen, da kann ich schon mal drauf zugreifen. Nein, nicht die Zandaren, doch, die müssen wir uns angucken. Die Zandaren. Zandar ist nicht mal online auf dem Server, ne? Guck mal, das ist nee, wie bei den sieben Zwergen, die haben hier sogar Betten, wo Schilder dran sind. Hau mir ab, ey. Hallo. Hallo. Der Mann mit der Keule. Boah, krass, die haben hier sogar Bilder schon hängen. Na, Logo, Mann, wir müssen uns unsere Ahnen ehren. Richtig schön, so. Alter, oben. Bilder, dies, das. Ich hatte doch Leder. 4 Stück. Ach, reicht nicht. Ich brauche eh mal Kühe oder so hier. Was sagt ihr hier unten? Da, oh, Alter, ihr baut hier so einzeln. Ja, also wir noch offen. Hier wird, wir bauen das, also der Plan ist gerade dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal zu bauen. Boah. Jawohl, ich hab den gekriegt. Ah, Enderperle. Und hab eine Enderperle gekriegt. Die gehört den Zwergen. Die gehört den Zwergen. Das ist unsere Höhle. Der Endermann war unsere. Nö, das ist unsere Enderperle. Konflikt, los, Konflikt. Ihr Fucker, ey, ihr Fucker. Ihr Fucker, Fucker ist ein Kompliment-Typ. Ich weiß, Mann. Leute, bei mir ist noch kein Raffle offen, das kommt noch. Ja, die eskalieren leicht. Wie konnte man noch ein Enderauge davon machen? Mit Blaze Powder. Hab ich? Wie viel ein muss Blaze ich Powder machen? Hä, funktioniert nicht. Enderperle, Blaze Powder. Nicht Blaze Rod, ne? Blaze Powder, das Pulver von der. Ach, das ist Glowstone Dust. Voll gut, Kevin, voll gut. Ja. Und ich denke die ganze Zeit, wo funktioniert das nicht? Wir Menschen, wir sind auch manchmal ein bisschen verpeilt, wenn wir zum Beispiel totgespendet werden. Ja, das stimmt wohl. So, gut, bei den Zwergen stinkt's. Ich mach mich jetzt auf den Weg weg hier. Ich hab einen Kürbis gefunden. Das heißt, was ich richtig geil finde, ist mit diesem Hammer. Das sieht echt cool aus. Im Übrigen, seit wann bauen die Zwerge eigentlich so viel mit Holz? Das ist nur zum Unterstützen. Wir werden das schon noch durch Edelmetalle oder irgendwelche... Dunkeleisen, Zwerg, Eisen. Genau, wir werden noch unser eigenes Eisen berühren, braten, kochen, was auch immer. Ja, so Leute, jetzt machen wir uns auf den Weg zu den... Zandar. Warte ich schon bei Dalokat hinten? Nee, war ich noch nicht. Gar nicht. Oh, Entschuldigung. Boah. Das sind ja die Eisenschmiede, Eisenzwerge, ne? Moment, wir gucken uns die mal an. Die Eisenzwerge. Ich hab mich verlaufen. Ah, ich glaube, ich hab mein Haus wiedergefunden. Waren wir heute eigentlich in den Twitter-Trends mit Legend? Weiß ich nicht. Also ich hatte gehört, irgendwie auf Platz 4 oder so waren wir heute, ne? Musst du selber gucken. Ich weiß leider nicht. Was im Nachhinein geht, weiß ich gar nicht. Eure Truhen gehen durch die Treppe auf, wenn ihr die öffnet. Boah, die haben so eine dicke... Eieiei, die haben hier so eine dicke Brücke gebaut sogar schon. Boah, what? So. Gut, an der Stelle beende ich aber meine Folge jetzt schon. Und ich würde mich über eine Bewertung freuen. Ist wie immer nur ein Klick entfernt. Ein Kommentar, meine Freunde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.